Herzlich willkommen. Schön, dass du zurück bist oder schön, dass du hier bist im Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi. Ich bin Host und Gründer dieses Podcastes, selbst Auswandererin und lebe mit meiner Familie hier in den USA. In diesem Podcast wirst du spannende Geschichten von Menschen erfahren, die so wie wir in die USA ausgewandert sind. Oder jeden Freitag findest du immer eine Destination-Special-Folge, wo uns ein Auswanderer mitnimmt in seine Stadt, Region, Insel, ja, halt in seinen Hood. Mein heutiger Gast kenne ich schon ziemlich lange und doch habe ich sie noch nie persönlich getroffen. Das ist Esra Mills. Esra ist Auswandererin und ist ihrem Mann hier in die USA gefolgt, hat sich eine ganz tolle Karriere hier aufgebaut und möchte eben auch das nutzen, andere Menschen damit zu inspirieren und auch Möglichkeiten zu zeigen, was man in den USA sich aufbauen kann. Esra lebt mit ihrer Familie in Texas. Sie sind gerade hingezogen mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann. Ja, und alles andere, das erzählt sie uns in diesem Podcast. Und deswegen bleibt einfach dran, denn hier geht's jetzt sofort los. Viel Spaß. Herzlich willkommen heute im Muttersprache-Podcast, eine Legende in der deutschen Community. Ich habe zu Gast die Esra. Hi Esra. Hallo Monique. Was ihr alle da draußen nicht wisst, ist, dass die Esra und ich uns schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir jetzt schon verbunden sind. Wir schreiben uns auch. Ich sehe auch Esras Stories, aber heute sprechen wir in der Tat zum ersten Mal und das fühlt sich überhaupt nicht so an. Ja, das ist wirklich so. Total witzig und auch auf der anderen Seite wieder schön, oder? Dass wir so eine starke Frauen-Community sind über Instagram. Das finde ich total klasse. Ja, das finde ich auch wunderschön. Ja, Esra, wo sitzt du? Wo bist du? Was ist da? Wie sieht es da aus? Warum bist du dort? Also, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch in meinem Homeoffice. In unserem neuen Haus, was wir vor 2 Monaten gekauft haben, nachdem wir im Februar erfahren haben, dass wir ganz kurzfristig nach Texas ziehen. Wir waren davor in Kansas für etwas mehr als 3 Jahre. Wenn ich rausschaue, sehe ich ein Neubaugebiet und ich bin in Central Texas, also so circa 40, 50 Minuten außerhalb von Austin. Wow, das klingt jetzt erstmal ziemlich ländlich, oder? Ja, allerdings ist es hier wirklich ganz zentral. Also wir sind in Killeen. Fort Hood ist hier. Das ist die größte Army Base des US-Militärs. Und wir sind ganz nah an Temple, an Waco, Round Rock. Also es ist ein bisschen ländlicher als jetzt Austin. Aber dennoch gibt es hier alles, was es in normalen Städten auch gibt. Aber lass uns doch mal zurückspringen. Was hat dich denn überhaupt in die USA gebracht? Ja, mein Mann. Wie vielen anderen eigentlich ja auch. Wir haben uns kennengelernt in Deutschland, als er dort stationiert war. Und nach seinem Jahr im Ausland, da war er deployed, also hat einen Auslandseinsatz, kam er zurück und dann sind wir sozusagen fest zusammengekommen, haben dann 2012 geheiratet und 2013, nach meinem Studium in Deutschland, bin ich dann nachgezogen. Wir hatten 14 Monate lang eine Fernehe sozusagen und ich bin dann im Herbst 2013 in die USA gezogen. Ah, dann sind wir fast gleich lang in den USA. Wir sind im Juni 2014 in die USA gekommen. Oh wow, schön. War das sofort Liebe auf den ersten Blick? War das klar, für den Mann gebe ich hier sozusagen alles auf und gehe ins Ausland? Oder war das für dich schon auch immer so ein Wunsch, mal im Ausland zu leben? Oder wie war das für dich zu dem Zeitpunkt? Ja, es war ein Wunsch von mir, im Ausland zu leben. Ich habe 2009 ein Auslandssemester gemacht an der California State University in San Diego. Und klar, man kann Kalifornien jetzt nicht vergleichen mit dem Rest der USA, aber ich habe mich einfach total verliebt in Amerika, in die Kultur hier, wie freundlich die Menschen sind, einfach so das Lebensgefühl.
Und dann aber war für mich dennoch klar, okay, ich habe in Deutschland Germanistik und Anglistik auf Gymnasiallehramt studiert und eigentlich war klar, ja, ich mache das jetzt fertig und dann werde ich trotzdem Lehrerin in Deutschland. Also es war eigentlich nicht geplant, dass ich auswandere, aber ich habe immer so ein bisschen mit der Idee gespielt und war demgegenüber halt nicht abgeneigt. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, also wir haben uns eigentlich 2010 schon kennengelernt und haben über ein Jahr lang online nur Kontakt gehalten, während seinem Jahr im Ausland. Und als er dann zurückkam von diesem Auslandseinsatz und wir uns dann zum ersten Mal eigentlich auch live gesehen haben, da war es dann schon klar, ja, der ist es. Also das passt einfach. Das heißt, ihr habt euch online kennengelernt, ja. Sozusagen. Und ja, ich meine, manchmal lernt man sich da ja auch echt besser kennen, oder? Als wenn man sich so persönlich erstmal kennenlernt, weil man vielleicht ja auch ganz viel erstmal so über Werte und über Ansichten und so weiter spricht, bevor es dann so in die echte Beziehung geht. Ja, genau, so war das, ja, absolut. Und dann war es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass er Amerikaner war, oder? Hattest du da so ein bisschen auch nachgesucht so? Eigentlich nicht. Also er hat mich gefunden und ich habe dann in meiner E-Mail-Inbox eine Nachricht bekommen, dass ich so eine Message hatte und dann habe ich draufgeklickt, so, was denn das? Und das war noch von so einer Plattform, wo ich angemeldet war aus meiner Zeit in Kalifornien. Und dann haben wir halt einfach, ja, ich habe dann geantwortet und wir haben dann hin und her geschrieben so ein bisschen und innerhalb von diesem einen Jahr dann hat sich da wirklich so eine Freundschaft draus entwickelt, wo wir irgendwann dann mal fast auch ja täglich eigentlich geskypt haben dann damals. Und ja, so kam es dann zustande. Und dann war es eben ganz gut, dass er da auch gerade in Deutschland stationiert war, weil dann kam er nämlich zurück aus seinem Auslandseinsatz und wir haben uns dann getroffen und seit dem Moment sind wir zusammen und es war eigentlich klar. Und dann hat er aber, also die Einheit, in der er war in Deutschland, die wurde dann aufgelöst. Und dann war es so, okay, so let's do it. Und ich so, let's do what? Ja, well, let's get married. Oh, ja, gut, aber war wahrscheinlich auch für dich die einzige Chance, dann in die USA zu kommen, oder? Ja, also ich habe dann zwar schon noch eine Weile auch gebraucht für mein Visa, weil ich bin dann nicht mit diesem verlobten Visum direkt mit und ich wollte auch mein Studium noch beenden in Deutschland. Ich wollte das nicht einfach abbrechen. Und deswegen habe ich dann noch eine Weile gebraucht. Ich bin dann in diesen 14 Monaten, wo ich dann hier in Deutschland oder ja in Deutschland dann geblieben bin, habe ich alles Mögliche erledigt, bin zum Konsulat, hatte diese Arzttermine und ich kann mich schon gar nicht mehr so genau daran erinnern. Das ist alles schon so lange her, aber ja, ich weiß eben noch, wie ich dann mit dem Umschlag, den man ja gar nicht aufmachen darf, der wird uns ja aufgemacht, wenn man dann einreist zum ersten Mal. Damit bin ich dann nach El Paso, nach Texas geflogen. Oh je, ich ahne. Ich ahne, was da kommt, weil ich habe das auch hinter mir. Und bei mir war das in Philadelphia, da waren wir die Einzigen, die in diesem Extraraum saßen und darauf gewartet haben, dass der, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, Zoll würde man den in Deutschland, Homeland Security ist es wahrscheinlich, ja, in den USA, ne, den Umschlag aufmacht. Und das ist ja eigentlich dann die Aktivierung deines Visums. Und bei uns war es dann die Green Card. Ne? Und bei dir war wahrscheinlich der Raum voll und du konntest Stunden da sitzen. Nee, es ging total schnell. Das hat der direkt am Schalter gemacht. Der hat es rausgezogen, angeschaut, abgestempelt und weiter ging es zum Connecting Flight. Das Wahnsinn. Es war irre. Es ging so schnell. Und das war auch die Aktivierung der Green Card. Genau. Und jetzt hast du ja auf Lehramt studiert. Hattest du denn einen Plan, was du dann damit in den USA machst? Oder war das erstmal so, okay, wir haben jetzt geheiratet und ich guck mal, wie es so läuft. Wie war denn das dann? Wie ging das für dich dann? Ja, also das Ding war, dass ich dann, obwohl die Green Card aktiviert wurde, musste ich trotzdem noch warten, dass die auch wirklich in der Post dann mir zugeschickt wurde. Und das Ganze hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, weil die nämlich auch noch verloren ging. Und ich habe dann in der Zwischenzeit angefangen, Nachhilfe zu geben, weil in El Paso viele auch von der Bundeswehr dort stationiert sind. Und dann habe ich den Familienmitgliedern der Bundeswehr Englischnachhilfe gegeben und habe mir dann überlegt in der Zeit, ja, was mache ich denn jetzt? Was will ich denn beruflich eigentlich machen? Möchte ich wirklich Lehrerin hier auch werden? In Amerika reicht ein Bachelorabschluss, aber ich wusste eben auch, dass wir wegen dem Job von meinem Mann alle paar Jahre umziehen. Also man zieht mit dem Militär circa alle 2 bis 4 Jahre um.
Und je nach Staat hätte ich dann wieder eine neue Teacher's License mir machen müssen. Und dann dachte ich mir so, will ich das wirklich machen? Und ich habe dann, angefangen, so Nebenjobs mir zu suchen einfach, auch um mich so ein bisschen einzuleben. Und ich habe da in der Zeit auch noch nebenher gelernt. Also mein Studium war noch nicht ganz komplett abgeschlossen. Ich hatte noch eine letzte Prüfung 2014. Und ich dachte mir einfach in der Zeit, naja, mein Status war eigentlich noch so Studentin, aber eben, ich lerne von Amerika aus und fliege dann 2014 wieder zurück nach Deutschland für mein letztes Examen. Und ja, in der Zeit habe ich eben Nachhilfe gegeben, habe dann auch angefangen, nachdem dann die Green Card ankam bei mir in der Post, da habe ich dann angefangen, bei uns in der PX zu arbeiten. Die PX, das ist sowas wie so eine Mini-Mall, so ein kleines Einkaufszentrum auf der Base. Und da habe ich dann in der Parfüm- und Make-up-Abteilung gearbeitet und habe das 2-3 Mal die Woche gemacht. Und dann habe ich auch mich bei einer Sprachschule beworben, wo ich dann angenommen wurde und dann halbtags ESL, also English as a Second Language, unterrichtet habe. Mhm. War das, also nochmal eins, das ist ja interessant, in Deutschland würde man sagen, man ist Lehrer und dann kannst du eigentlich überall vermutlich arbeiten, oder? Oder ist es auch Bundesland zu Bundesland unterschiedlich wie hier? Ich glaube, es ist auch, gute Frage. Damit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, weil ich mein Referendariat nicht gemacht habe. Aber hier ist es in der Tat so, dass du, wenn du in einem Bundesstaat sozusagen leistend bist, dann kannst du nicht gleich in einen anderen gehen und das da machen. Zumindest müsstest du dann wahrscheinlich nochmal eine extra Qualifikation machen. Das ist das, was du damit meintest, oder? Genau. Du müsstest dich dann nochmal für den nächsten Staat lizenzieren lassen. Also ich hätte dann meine Texas Teachers License machen müssen und wir sind nach Texas, sind wir nach Georgia gezogen und hätte ich dann in Georgia unterrichten wollen, an der High School zum Beispiel, hätte ich dann die Georgia Teachers License machen müssen. Mhm. Und ist die schwierig so oder warum hat dich das dann nicht so angesprochen, das zu tun? Es hat mich nicht so angesprochen, weil ich, das wissen bestimmt auch ganz viele von denen, die das hier gemacht haben mit dem Evaluieren des Studiums. Das hat erstmal noch eine Weile gedauert. Ich wollte eben das deutsche Studium dann hier in Amerika evaluieren lassen. Das hat eine Weile gedauert und deswegen hat sich das alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Und ich habe das dann nicht so wirklich mit dem Gedanken gespielt, das hier auch zu machen. Und eins führte zum nächsten und mit der Sprachschule, da war ich eigentlich ganz happy, dass ich da auch als Lehrerin arbeiten konnte. Das war eben eine private Sprachschule. Und von dem her habe ich mich dann eigentlich auch gar nicht mehr so mit diesem Texas Teachers License auseinandergesetzt. Oder Public School System, ne? Dann genau. Wahrscheinlich. Also du hast dann dort gearbeitet stundenweise. Wie ging es dann weiter? Dann haben wir Orders bekommen, also den Befehl, mein Mann hat den Befehl bekommen, dass wir nach Georgia umziehen. Und in Georgia, ich habe dann gegoogelt, wo wir dann da wohnen würden und habe gesehen, ach ja, so 1,5 Stunden von Atlanta entfernt. Und ich habe in Deutschland an der Uni Tübingen studiert und habe da mein DAF-Zertifikat gemacht, also mein Deutsch als Fremdsprache. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es denn so die Goethe-Institute und habe dann gesehen, oh, in Atlanta gibt es ja auch ein Goethe-Institut. Und dann habe ich mich dort beworben. Und dann wir haben noch im Hotel gewohnt, ich weiß es noch ganz genau. Aber ich habe meine Bewerbung schon in Texas abgeschickt und habe da angerufen und gesagt, hey, ich habe mein DAF-Zertifikat, ich habe in Deutschland Germanistik studiert und ich würde gerne mich vorstellen und am Goethe-Institut unterrichten. Und dann wurde ich auch tatsächlich eingeladen. Der Tim, der damals dort der Leiter von Sprachen, also der Sprachdirektor war, der meinte, ja, dann komm vorbei, melde dich, wenn du hier bist. Und ich habe dann noch ein Outfit extra eingepackt, und mich im Hotelzimmer hergerichtet. Bevor wir überhaupt noch ein Haus hatten, bin ich zu meinem Jobinterview zum Goethe-Institut gefahren. Und was ja smart ist in Atlanta, weil verkehrstechnisch ist es sehr wichtig, dort zu wissen, wo man arbeitet, damit man entsprechend auch irgendwo in die Richtung ziehen kann. Um 10 Stunden im Verkehr zu stehen jeden Tag. Ne? Und dann habe ich da angefangen als DAF-Lehrerin und habe dann 2-3 Mal die Woche Kurse gegeben und bin von Fort Benning, wo wir gewohnt haben, das ist in Columbus, Georgia, bin ich dann so immer circa, 1:40 bis circa 2 Stunden einfachen Weg gefahren zum Goethe-Institut, habe dann da unterrichtet, meine 3 Stunden oder 3,5 und bin dann wieder zurückgefahren nach Fort Benning. Wahnsinn. Gar nichts ausgemacht hat, weil ich habe es geliebt. Also ich habe es einfach geliebt. Ich habe das so genossen.
in Atlanta zu sein und ein Teil vom Goethe-Institut zu sein, das war für mich so ein Privileg. Und ich wollte das auch unbedingt auf meinem Lebenslauf haben. Und das Team dort war so toll und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ich muss aber auch dazu sagen, da hatten wir eben auch noch keine Kinder. Und von dem her konnte ich ja so flexibel sein. Ja, klar. Auf der anderen Seite, was du aber auch sagst, ist, dass es einfach wichtig ist, auch einfach mal diesen Weg zu gehen, ohne vielleicht gleich zu wissen, was man für eine Position hat, ob einen das karrieretechnisch jetzt genau entspricht zu dem, was du sozusagen eigentlich vielleicht mit deinem Studium in Deutschland parallel gehabt hättest oder so, sondern du hast einfach für dich beschlossen, ich probiere das jetzt aus und schau mal, wo das so hinführt, oder? Ganz genau, ja. Also ich wollte einfach die Initiative ergreifen und gucken, was sich dann so daraus ergeben würde. Und das war wirklich, für mich hat es so viele Türen geöffnet, weil ich dann nämlich mir gedacht habe, ich wohne ja in der Nähe von dieser Militärbase und da gibt es ein Education Center. So. und dieses Army Education Center, vielleicht hätten die ja Interesse daran, Deutsch zu unterrichten für die Soldaten, weil es gibt ja immer noch die ganz viel Militär, die in Deutschland auch stationiert. Ja, logisch. Ja, und dann habe ich da angerufen im Education Center und habe mich vorgestellt. Und der Direktor vom Education Center war ganz begeistert, weil er nämlich selber fast 20 Jahre lang in der Nähe von Frankfurt gelebt hat und dort das Education Center der Army geleitet hat. Und er konnte fast fließend Deutsch und hat sich so gefreut. Wahnsinn. Ja, hat mich dann eingeladen zum Education Center, wo ich mich dann vorgestellt habe. Ich habe dann das Programm vom Goethe-Institut vorgestellt und habe gesagt, ja, ich bin eben auch eine Army Wife sozusagen, ich bin eine Military Spouse, aber ich pendel 2-3 Mal die Woche nach Atlanta und ich würde das eben auch gerne hier anbieten, weil dann müsste ich auch weniger fahren. Wie smart. Ja, daraus aber kam dann leider keine Kollaboration zustande mit einem Deutschkurs, aber die haben mir eine andere Stelle angeboten im Education Center. Konntest du die denn als Nicht-Amerikaner zu dem Zeitpunkt machen? Ja, das ging, weil das nämlich keine sozusagen Beamtenstelle war. Weil das ist ja gar nicht so einfach, ne? Da so in die Military-Arbeit reinzukommen, wenn du externer Supplier sozusagen bist, oder? Das ist zumindest so meine Information. Ja, es kommt drauf an, auf die Position, aber es gibt diese Contractor-Jobs, wo das Militär sozusagen outsourced und externe Firmen einstellt, deren Angestellte. Und ich war dann über eine externe Firma angestellt, aber eben Teil dann doch von diesem Army Education Center, also als Contractor. Stark. Ja, also wie manchmal so man kann ja nicht sagen, dass die Dinge zusammenfallen oder das Glück ist, sondern du hast es ja wirklich auch aktiv angeschoben. Ne? Also du hast ja nicht gewartet, dass ein Job kommt, sondern du hast gesagt, ja. Mensch, ich bin gut, ich mache Deutsch und vielleicht kann das auch jemand und ich frage da mal. Aber ich glaube, das ist es einfach so, was dich dann auch so ausmacht, was ich total toll finde. Diese auf der einen Seite Leichtigkeit, die du auch so versprühst. Also wer hier an der Stelle der Esra noch nicht folgt, vielleicht gerne mal auf LinkedIn oder auch auf Instagram ihr folgen. Aber auf der einen Seite diese Leichtigkeit, auf der anderen Seite aber natürlich ja auch sehen, oh, da könnte ich vielleicht reinpassen oder da könnte sich vielleicht für mich eine Möglichkeit ergeben oder das könnte was sein, wo vielleicht mehr raus entstehen kann. Und das gehört natürlich schon auch dazu. Das ist halt schon auch earned. Ne? Also es ist eben nicht nur Glück, sondern es ist schon auch verdient, ne? Wenn man es mal so Danke. Nimmt. Ja. Doch. Und dann hast du da gearbeitet als Deutschlehrerin für Army? Nee, also ich habe dann im Education Center angefangen am Frontdesk als sozusagen Administrative Assistant. Und habe dann aber dennoch weiterhin 2-3 Mal die Woche Deutsch unterrichtet in Atlanta. Und wie gesagt, immer noch keine Kinder, von dem her ging das auch. Und ich wurde da schon auch als verrückt erklärt von anderen Deutschen und von Amerikanern, dass ich das mache. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht.
Und mein Mann war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Staff Sergeant und war Instructor, also Ausbilder, und hatte auch ganz viel zu tun. Und von dem her war das für mich einfach so, ja, bevor ich jetzt zu Hause rumhocke und mir langweilig ist, dann mache ich doch lieber was, was mir Spaß macht. Ich komme unter Leute und ich verdiene auch noch Geld. Genau, ja. Und dann nach circa, ich glaube, es war ein halbes Jahr, und in der Zeit habe ich auch mein deutsches Studium dann evaluieren lassen. Dann wurde eine Stelle frei, beziehungsweise eine neue Universität kam dann zu diesem Education Center hinzu. Und diese Education Center auf der Army Base muss man sich so vorstellen, wie es ist ein Gebäude und es ist sozusagen ein Central Hub, wo die Soldaten und die Angehörigen des Militärs, also auch deren Frauen oder deren Kinder, hingehen können und sich informieren können über die ganzen Benefits und Vorteile, weil das Militär ja Studium bezahlt. Es gibt dort Berater, also Counselor, Education Counselor, und es gibt auch dort die verschiedenen Universitäten. Also zum Beispiel, ja, die Universität, die dann dazu kam, war dann die University of Oklahoma. Es gab aber auch Central Texas College, Troy University. Das heißt, die schon bestehenden Universitäten haben dann sozusagen eine Niederlassung auf dieser Army Base oder so. Genau. Ne? Ja, diese Oklahoma, die macht auch Deutsch, glaube ich. Ne? Die hat einen großen Deutsch, weil da hat nämlich mein Sohn sein 4-Jahres-Deutschprogramm während der Highschool in den USA absolviert, damit er auch mit dem deutschen Abschluss. Ja, genau, deswegen kenn ich die. Mhm. Cool. Ja, von dieser Uni wurde ich dann Site Director dort. Ah, das heißt, dann hast du für die Universität gearbeitet, aber auf dem Military-Gelände. Genau. Genau. Ach, und cool. So sozusagen bin ich dann in Higher Education reingekommen hier in Amerika. Und also vom Education Center und vom Goethe-Institut, ich habe mich dann darauf beworben auf die Stelle. Es hieß ja, die suchen jemanden als Site Director, und ich habe mich da beworben und habe es dann auch bekommen. Und bis wir dann wieder umgezogen sind, war ich dann der Site Director für University of Oklahoma dort. Und dann seid ihr von Georgia wohin gezogen? Oh Gott, ja, dann sind wir nach Kansas gezogen. Oh je. Also das dunkelste Kapitel. Ja, verstehe ich voll. Also wir haben einen großen Roadtrip gemacht von North Carolina, wo wir zu der Zeit gewohnt haben, durch Kansas nach Colorado. Und wir haben immer nur gedacht, wie kann man hier leben? Wie kann man hier leben? Weiß es auch nicht. Das kann man sich gerade sparen. Nichts. Nein, es ist ja nichts. Es ist deprimierend. Also man macht dann schon auch das Beste draus. Klar, man muss ja. Man findet seine Community. Gott sei Dank hatte ich da auch einen Job und ja, nee, also ich würde da auch nie im Leben freiwillig wieder zurück oder jetzt, ich stehe auch nicht wie manches. Da gar keinen Einfluss drauf, wenn dann der Mann versetzt wird, dass man Ziele zur Auswahl hat, oder wie funktioniert das dann? Ja, das kommt auch ganz drauf an. Also bei meinem Mann war es so, er war ja sozusagen enlisted, also er war dann ein Sergeant First Class, also E7, und er wurde dann aber, hat eine Umschulung gemacht und wurde Offizier. Und nachdem er dann Offizier wurde, er wurde Warrant Officer und hatte diese, wann war denn das? Das Sammy war da gerade erst, wie alt war der Sammy? 6 Monate war der Sammy, als der Andre, mein Mann, als er dann für 6 Monate weg ist. Und wart ihr da noch in Georgia dann? Ja. Das heißt, du hast dann parallel zu deinem Job an der University of Oklahoma, hast du dann den Sammy noch mal eben zwischendurch gekriegt. Bei dir passieren die Dinge so zwischendurch irgendwie, ne? so am Rande. Das war echt witzig, weil ich habe nämlich den Job angenommen und eine Woche später erfahren, dass ich schwanger bin. Ja. Was aber und so grundsätzlich dann, in den USA eigentlich kein Problem ist, oder? Das ist ja nicht so, dass man automatisch dann aussteigt hier in den USA. Anders als in Deutschland vielleicht, ne? Dass man dann Mutterschaft nehmen muss, ne? Dass man dann auch die Zeit danach nehmen muss. Das ist ja fast, ich bin jetzt gesetzlich da gar nicht so mehr im Bilde, aber so gefühlt darf ich, glaube ich, als Arbeitgeber jemanden dann gar nicht mehr beschäftigen, der schwanger ist. Und das ist ja hier halt gar nicht, ne? Hier arbeiten die Frauen ja quasi, bis sie in den Kreißsaal gehen, und 3 Tage später sind sie wieder an ihrem Job, ne? Ja, genau. Ja, das war echt krass. Also das hat denen auch gar nichts ausgemacht. Als ich dann 3 Monate schwanger war, habe ich es dann gesagt. Und ich hatte eine Chefin, mit der bin ich auch immer noch befreundet. Die war total cool. Die so, oh, sie freut sich voll. Die hat am Telefon angefangen zu heulen, weil sie sich so gefreut hat. Und
ich bin dann auch mal nach Oklahoma geflogen zum Training, als ich dann schon schwanger war, gerade so 5 Monate. Und die waren alle total lieb und haben auch gemeint, hey Esra, bleib bitte bloß nicht zu Hause danach oder kündige. Du kannst dann deine 3 Monate machen, aber bitte komm zurück. Und toll. Es war für mich aber auch so, so ein bisschen so ein Ding, was es mit Stolz zu tun hatte. Ich wollte, dass dieses Programm, was ich da selber sozusagen hochgezogen habe, dass es erfolgreich wird. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Und aber ich habe da auch noch mein Masterstudium angefangen. Also während ich schwanger war, habe ich dann angefangen, meinen Masters in Human Relations zu machen. Und habe dann 2 Monate Pause gemacht, aber das war ein Fernstudium. Also es ging alles, das waren so Hybrid Classes, die im Klassenzimmer stattfanden, von montags bis freitags am Abend und dann an Samstag und an Sonntag. Und andere Kurse waren nur online. Und das hat sich so ganz gut verbinden lassen, weil ich auch vieles so tagsüber auf der Arbeit machen konnte eigentlich, wenn keine Studenten bei mir im Büro waren und alles andere eben schon erledigt war. Und ja, so habe ich das dann eigentlich alles unter einen Hut bekommen. Und dann. Also du hast einen Fulltime-Job gemacht, du hast das Masterstudium gemacht, du warst schwanger, hast nochmal eben gekriegt und bist dann noch nach Kansas umgezogen. Ist das so in der Reihenfolge jetzt gerade richtig? Ja, und mein Mann war noch weg 6 Monate. Ach so, ach ja, der war auch noch weg. Und du alleine auf der Base in Amerika. In Georgia. Genau, mit Baby und Uni. Und da habe ich dann mein Master aber auch beendet. Also 2017 habe ich dann graduated. Hast du denn im Rahmen eines, also so die Vorstellung des Studierens ist ja in Amerika immer sehr stark mit Geld verbunden, weil jeder mittlerweile weiß natürlich, dass Studieren in den USA sehr, sehr, sehr kostspielig ist. Ist das anders für dich als Militärangehörige oder musst du auch diese Studienfees bezahlen oder wie hast du das geregelt? Ich hatte den Vorteil, dass ich als Angestellte sozusagen ein Employee-Stipendium bekommen habe. Ich habe 60% gezahlt bekommen von der Universität. Mm. Das heißt, es gibt schon immer und deswegen auch so Möglichkeiten und das ist ja auch etwas, wo du dich ja auch sehr mit beschäftigt hast, oder? Was ist so das? Mm-hmm. Genau. Mm-hmm. Magst du uns da nochmal so ein bisschen was zu erzählen, wieso? Ich glaube, oder zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Ich habe ja nun auch ein Kind, was letztes Jahr Highschool abgeschlossen hat. Und dieses ganze Thema Studium in den USA ist wie so ein großes, dunkles Loch für mich zumindest. Ne? Also keiner weiß so richtig, wie und wo und was und was kostet das und wie läuft das? Also ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt nur mich nicht ausreichend mit beschäftigt habe, aber ich habe auch so das Gefühl von anderen Müttern oder auch wenn man so mit Freunden spricht, dass das wirklich ein ganz konfuses Thema ist, weil sehr viel privat ist. Es gibt jetzt nicht so wie in Deutschland diese staatlichen Universitäten, wo die Dinge alle gleich irgendwie laufen. Wie ist das? Was ist so deine Kenntnis darüber? Also es ist definitiv komplizierter und auch so anders vom deutschen Bildungssystem. Und deshalb, ich glaube, deswegen bin ich da auch so mit so Leidenschaft dabei, weil ich mich selber in das alles richtig reinarbeiten musste. Und es gibt ja diesen Spruch im Englischen, be who you needed when you were younger. Und ich hätte mir damals, als ich gerade nach Amerika gezogen bin, hätte ich mir gewünscht, dass ich jemanden gekannt hätte, die mich an der Hand genommen hätte und gesagt hätte, schau mal, so und so machst du das jetzt mit der Evaluation der deutschen Ausbildung. Und wenn du nochmal zurückgehen möchtest und so viel ist dein Studium hier wert und das kannst du so und so evaluieren lassen. Und ich habe mich dann eben so damit auseinandergesetzt. Und dann, als ich dann angefangen habe, bei der University of Oklahoma zu arbeiten, gut, das war nochmal was anderes, weil das mit dem Militär auch was zu tun hat. Aber also zum einen als Military Spouse, als Angehörige vom Militär, hat man gewisse Benefits, weil viele Universitäten die Studiengebühren verringern für die Angehörigen und für die Studenten auch. Aber es gibt auch Financial Aid. Also wenn das Einkommen unter einer bestimmten Linie ist, dann kann man Financial Aid beantragen. Das ist Unterstützung vom Staat, das muss man auch nicht zurückzahlen. Und es ist eben so ganz anders mit Community College, da kann man sein Associate's Degree machen, dann kann man nochmal 2 Jahre draufsetzen und seinen Bachelor machen oder man geht direkt zum Bachelor und macht das für 4 Jahre, aber
für die Soldaten, und das ist eben das, womit ich mich jetzt auch so jetzt auseinandersetze, gibt es Tuition Assistance. Und das ist was, was die Army eben den Soldaten gibt und denen dadurch das Studium bezahlt. Damit sie vielleicht auch parallel oder auch noch nach der Army-Karriere auch einen guten Bildungsstand haben, ne? Glaube ich, oder? Genau. Was ist so der? Ja. Dass sie parallel zum Militär nebenher sozusagen ihr Studium machen. Also mein Mann zum Beispiel hat 2019 mit seinem Bachelor abgeschlossen und jetzt gerade ist er in seinem Master und ist zwei Kurse davon entfernt, seinen Master abzuschließen, während er aber auch Vollzeit jetzt Warrant Officer ist. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb viele wahrscheinlich überhaupt auch in die Army gehen, oder? Dass sie eben gerade Familien, die sich dann vielleicht so ein Studium, talentierte Kinder haben, so ein Studium ist ja auch in Deutschland. Ich habe, meiner Familie sind auch zwei, meine Nichte und mein Neffe bei der Bundeswehr und haben eben auch das genutzt, um einfach dort beruflich sich eben weiterzuentwickeln, weil das natürlich dann auch sehr viel gefördert wird und ganz viel Chancen auch bietet, ne? Genau, ja. So, dann und ansonsten kostet so ein, sorry. Nee, erzähl ruhig. Ansonsten kostet so ein Studium, also wenn manche da fertig sind mit einem Master, je nachdem, an was für eine Uni man war, haben da ja Hunderttausende von Schulden. Ja, krass, ne? Und zahlen Jahre an diesem Student Loan ab, ne? Ja, das ist echt krass. Ja, da hatte ich eben dann das Glück und habe dann mein Studium gemacht, während ich da angestellt war an der Uni. Toll. Und ja, nebenbei ein Kind gekriegt, nach Kansas. Ja. Kansas umgezogen. Dann nach Kansas gezogen, genau. Ja, da waren wir von 2017, Herbst 2017, bis jetzt Februar 2021. Ja, lange Zeit für Kansas, würde ich viel mal sagen. Viel zu lange. Glaube ich. Konntest du denn dann deinen Job mitnehmen oder war das wirklich so, dass du dich jetzt nochmal komplett neu orientieren musstest durch den Umzug? Ich konnte den Job so für dieselbe Universität nicht mitnehmen, aber ich hatte so ein bisschen Connections und habe dann rausgefunden, dass es eben, ja, weil es auf jeder Army Base ein Education Center gibt, gab es eben in Kansas auch eins und habe da mal geschaut, was denn das da für Unis so gibt. Und da war gerade auch eine, die hatten, ich glaube, im Juni oder Juli hat deren letzte Angestellte dort gekündigt. Und ich habe dann mich bei denen auch wieder aus Selbstinitiative gemeldet und gesagt, ja, ich bin gerade hier Site Director für University of Oklahoma, aber wir PCSen, also wir ziehen nach Kansas. Und dann habe ich mit ihnen ein Interview gehabt und die haben mir zugesagt und mich eingestellt. Und als wir dann umgezogen sind, hatte ich den Job. Und die haben in der Zeit jemanden anderes von ihrem Main Campus dahin geschickt zum Überbrücken. Und als ich dann angekommen bin, zwei Wochen später, am selben Tag, mein Mann und ich haben am selben Tag angefangen zu arbeiten. Also stark. Wir sind haben unser Haus bezogen, haben unser Household Goods bekommen, also der Umzugswagen kam an und das Haus war noch gar nicht ausgepackt, aber wir hatten einen Daycare-Platz für unseren Sohn, der war da gerade anderthalb und dann haben wir beide wieder angefangen zu arbeiten. Aber hört sich einfach an, ist trotzdem schon auch eine ganz schöne logistische Meisterleistung, weil man macht das ja nicht, indem man da hinfährt und das alles organisiert, sondern du organisierst das ja alles dann quasi aus der Ferne heraus. Mhm. Und das ist ja, da muss man ja schon auch wissen, wie, was, wo und die Termine und das alles logistisch planen. Ne? Also. Ja, also mein Kalender scheint ist auch immer dabei. Scheint eine Stärke zu sein. So. Also zumindest konntest du das jetzt nochmal perfektionieren in deinem letzten Umzug vor zwei Monaten oder so. Ne? Zwischendurch hast du nochmal auch ein Kind, nochmal ein zweites Kind bekommen. Also scheinbar liegen diese Umzüge und Kinderkriegen bei dir. Ja, wenn alles auf einmal kommt, genau. Ja. Also jedes Mal kurz vorm Umzug gibt es wieder ein Kind sozusagen. Ich bin gespannt, wann der nächste Umzug ist. Nee, wir sind durch mit zwei Kindern und hoffentlich bleiben wir auch in Texas. Also. Oh, wow, ja. Also das war, glaube ich, dann eher so eine Erleichterung, oder, für dich? Dieses, jetzt geht's weiter, ne? Ja. Also ich habe mich so gefreut, weil ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt in Kansas. Der mittlere Westen ist nicht meins und ich habe immer noch Freunde, die dort leben und es ist auch, ja, das kommt auch, ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, ob die da jetzt auch eben ihre Karriere haben und ein Haus zum Beispiel gekauft haben, sich da einfach niedergelassen haben. Irgendwann, wenn man so mit dem Militär umzieht und mein Mann ist dann jetzt auch schon fast 18 Jahre dabei,
irgendwann wird man müde, alle zwei, drei. Glaube ich. Irgendwann möchte man einfach mal sich irgendwo niederlassen. Und wenn man dann gerade einen Job hat, dann passt das auch. Aber für uns war es klar, mein Mann ist noch nicht fertig mit dem Militär und wir werden umziehen. Und es war einfach nur dieses große Fragezeichen. Wann geht's weiter und wohin geht's dann? Und dann war es so, jetzt konnten wir es uns quasi schon aussuchen, wo es hingeht. Also als er gerade ein neuer Warrant Officer war, da konnten wir es uns nicht aussuchen. Da hat die Army sozusagen gesagt, so, es will sonst ja eh keiner nach Kansas, also schicken wir euch da jetzt hin. Verstehe. Und jetzt aber hatte er sozusagen so ein Ranking-System und als wir dann Fort Hood auf der Liste hatten und er auch einen Anruf bekommen hat von hier, wo die gesagt haben, sie hätten ihn eben gerne hier, da haben wir dann gesagt, ja, komm, mach mal, weil wir haben auch Freunde hier, also ganz viele Leute, die wir kennen, auch Deutsche, die ich schon von davor kannte, aus El Paso oder aus unserer Zeit in Georgia, die sind hier und da wussten wir einfach, das passt. Und wir haben uns dann so darauf gefreut. Ja, und Texas ist natürlich auch extrem noch affordable. Also man kann sich da, ihr habt euch ja auch ein tolles Haus gekauft von den Bildern, Neubau, glaube ich, ne? Ja. Grundstück. Und Texas ist ja eh bekannt für große Häuser, weite Entfernung, große Autos und so, ne? Und wahrscheinlich echt ein Traum jetzt für euch. Doch, so zu starten, ne? Ja, es ist schon irre, wie so das Leben sich dann verändern kann vom einen Monat auf den anderen. Ja, Wahnsinn. Und dann so schnell, ne? So ohne große Vorlaufzeit und irgendwie drauf einstellen und so. Das war wie zack, zack, zack. Aber ich meine, du bist ja mittlerweile schon in Umziehen, Kinder kriegen, neuen Job suchen. Und konntest du dann den Job jetzt auch wieder nicht mitnehmen? Musstest du jetzt hier auch wieder neu starten? Oder wie war das jetzt? Also den Job jetzt konnte ich mitnehmen. Und das Ding ist, dass der Job, den ich ursprünglich angenommen hatte in Kansas, da habe ich gekündigt nach 2 Jahren und habe schon im Januar 2020 eine neue Stelle angenommen. War für eine andere Universität, die haben mich sozusagen abgeworben, die haben mich rekrutiert. Und ich kannte da auch schon einige in deren Team und wusste, dass es eine ganz, ganz tolle Uni ist, so militärfreundlich und super Arbeitgeber. Und weil ich eben auch Freundinnen hatte, die da für die Uni schon arbeiten, schon aus unserer Zeit noch im Education Center in Georgia, wusste ich, das wäre super. Und das ist auch echt, also wenn es gehen würde, würde ich für immer mit denen bleiben oder bei denen bleiben. Und da hat es dann geklappt, weil ich nämlich auch remote angefangen habe zu arbeiten im Januar 2020 schon. Also schon vor Covid. Mhm. Ja, genau, Gott sei Dank, ja. Und das war auch so, History repeats itself. Ich habe den Job angenommen und 3 Wochen später erfahren, ich bin schwanger. Also bitte keinen neuen Job mehr hier. Das macht was mit dir irgendwie. Ja, das sind die Glückshormone. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Lustig. Aber jetzt arbeitest du dann auch remote. Und was genau machst du jetzt? Also was ist dein Job? Also ich bin jetzt Senior Manager für Military Outreach und ich verbinde Studienberatung und Outreach sozusagen und arbeite mit Soldaten, mit anderen Angehörigen des Militärs, mit den Familienmitgliedern und ich berate die. Und ich gehe normalerweise, und das diejenigen, die mir vielleicht auch auf Instagram folgen, haben es bestimmt auch gesehen, naja, letztes Jahr war da eher mau, aber 2018 und 2019 bin ich auch sehr viel gereist für meine Arbeit. Ich besuche die verschiedenen Education Centers und diese Education Fairs, die immer auf den ganzen Army Bases stehen. Und treffe da unsere Studenten. Bin jetzt nicht so aktiv im Rekrutieren, weil wir sind die Universität in den USA, die die größte Anzahl von Militärstudenten haben. Also müssen wir eigentlich nicht wirklich viel rekrutieren. Und ich habe ja vorhin dieses Tuition Assistance erwähnt, was da das Militär bezahlt, damit die Soldaten umsonst zur Uni gehen können. Und unsere Universität, wir haben eben unsere Studiengebühren so angepasst, dass die Studenten oder die Soldaten nichts mehr aus eigener Tasche rausbezahlen müssen. Und das liebe ich so, dass wir so militärfreundlich sind. Das heißt, du bist sozusagen die Schnittstelle zwischen einer ganz normalen Universität und dem Zugang zum Militär. Und genau. Da bist du sozusagen das Bindeglied dazwischen, dass ihr militärfreundlich auch eine konventionelle Universität besuchen können. So ist das, muss ich das sehen, oder? Genau, ja. Spannend.
Ja, macht das heißt, auch echt Spaß. Bildung ist so dein Thema und eigentlich bist du ja dann auch immer in deinem Thema geblieben, wenn man mal jetzt so zurückblickt, dass du eigentlich auf Lehramt studiert hast. Das heißt, Bildung ist schon immer so dein Credo und deine Mission. Und auf jeden Fall. Was würdest du Menschen so sagen? Also ich beobachte das, ich bin jetzt nicht mehr so oft auf Facebook, aber ich habe das sehr oft in deutschen Facebook-Gruppen so mitbekommen oder so, zumindest ist das bei mir so angekommen, das ist oft eine ganz große Frustration von oftmals ja deutschen Military Spouses hier ist, dass die oft so gar nicht wissen, was sie hier machen, oft oder auch Expats, ne, oft ihre Karriere so aufgeben, wenn sie in die USA gehen, oft ja mitreisende Frauen und so. Was ist so deine Botschaft da? Ich meine, du hast ja echt einen voll anderen Weg eingeschlagen, ja? Du bist ja, du hast ja sozusagen karrieretechnisch bist du ja wahrscheinlich deinem Mann fast weggelaufen, mal so kurzzeitig zumindest, ne? Dein Master gemacht. Ich meine, wir Frauen haben eh super Power, aber so gefühlt, wenn du jetzt so deine Geschichte erzählst, hast du ja extrem aktiv dir hier eine Karriere aufgebaut, vielleicht sogar, oder Frage, glaubst du, du hättest die in Deutschland eben ähnlich dir so aufbauen können? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also es gibt ja diesen Ausdruck, Chip on your shoulder. Ja, dass man das Gefühl hat, dass man sich immer auch beweisen muss. Und das hat bei mir auch dazu beigetragen und war ein Motivator für mich. Also meine Motivation so, auch so ein bisschen so, denen zeige ich es. Weil ich wusste, dass die Leute halt auch in Deutschland darüber geredet haben, so, ach, jetzt heiratet sie. Also so den in Deutschland wolltest du es zeigen, genau. So Familie, Freunde. Verstehe ich. Familie. Genau. Jetzt erst recht, jetzt erst recht, ich mach's hier. Genau. So vom Tellerwäscher zum Millionär, so ungefähr. Ja. Ja, weil das kamen so Sprüche wie, ach, nächstes Jahr ist sie eh wieder daheim. Ja, kenne ich. Ja, genau. Und ich dachte so, nö, ich krieg das hin. Und für mich war es eben auch immer wichtig und das hat meine Mama mir beigebracht, mir und meiner Schwester, meine Mama. Also ich hab ja auch einen türkischen Namen, ich bin halb türkisch, meine Mama ist ist aus der Türkei und durfte eben selber kein Abi machen und nicht studieren. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir Bildung ernst nehmen. Und sie hat auch gesagt, für euch, das ist wichtig, ich möchte, dass ihr studiert und macht euch niemals von einem Mann abhängig. Und ich liebe Mann, ja, also klar, es gibt wie bei allen anderen Beziehungen und Ehen immer Stress auch mal, das ist ganz normal, aber es war nie so, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich muss jetzt von ihm abhängig sein, sondern für mich war wichtig, ich möchte mit ihm, mit einer Person zusammen sein, weil ich das möchte, nicht weil ich muss. Und das mitunter war auch ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte mir hier sowas aufbauen, dass ich auch selbstständig und unabhängig sein kann. Und ich, für mich hat es auch, also mir hat es geholfen, mich von eventuellem Heimweh abzulenken, mich so in die Arbeit reinzustürzen. Und ich wollte einfach, mir selber was aufbauen. Und das hat mir auch unglaublich geholfen, dass ich mich hier angepasst habe und dass das hier auch mein Zuhause wurde. Ja, das glaube ich. Und ich finde, das hast du auch exzellent gemacht. Und weißt du, du hast ja jetzt auch unter Beweis gestellt, dass du eigentlich auch überall wieder vielleicht auch in anderer Form daran anknüpfen kannst und weitermachen kannst. Du bist jetzt nicht auf eine Location abhängig. Und ich glaube, das ist so oft im Kopf von vielen. Ja, ich will jetzt gar nicht das auf ein Gender runterbrechen, ob es nur Frauen sind, aber so in unseren Köpfen, vielleicht formuliere ich es so mal, ist das oft so, dass wir uns selber ja so limitieren und sagen, ich kann das und das nur in dem Land machen. Ich kann das und das nur in der Sprache machen. Ich habe die Lizenz nicht und ich habe die Certification nicht oder den Abschluss nicht oder so. Ne? Und ich glaube, das ist auch so das, was du ja sagst. Fang halt einfach mal irgendwo an. Genau. Dann öffnet sich auch irgendwo eine Tür. Und wenn sich die Tür öffnet, kannst du weitergehen und dann öffnet sich wieder eine Tür. Und irgendwann kannst du zurückblicken auf eine Karriere oder auf eine wahnsinnige Education, die du hast, mit der du wieder was anfangen kannst. Ja. Ne? Und also, nicht zu warten, dass es auf dich kommt oder einfach zu sagen, ich kann es jetzt hier nicht oder so. Ja, genau. Also man muss selber die Initiative ergreifen, wenn man das möchte. Und ich verstehe das auch. Es kommt immer auf die Situation an mit der Familie auch und wenn man Kinder hat und Daycare und so. Aber für vor allem so die jungen Mädels, die jetzt dann mit ihren Soldaten zum Beispiel mitgehen, ich würde echt allen auf den Weg geben,
informiert euch schon davor. Und auch jetzt, wenn man nicht mehr so jung ist, ja, es ist nie zu spät, nochmal irgendwie ein Zertifikat hier auch zu machen, sich zu informieren, die deutsche Ausbildung evaluieren zu lassen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und auch wenn es vielleicht eine Zeit lang unbequem ist oder man vielleicht eine Zeit lang in einem Job ist und man sich denkt, oh, das ist es aber auch nicht so, das Nonplusultra. Das macht nichts, weil das eröffnet einem wieder neue Türen, weil man neue Connections knüpft. Und das ist so wichtig hier in den USA, dieses Connections knüpfen, einfach was, dass man was auf dem Resume hat, dass man Erfahrung sammelt. Und man wird dann feststellen, es ist leichter hier für Quereinsteiger. Und die deutsche Arbeitsmoral wird hier wirklich sehr wertgeschätzt. Das heißt, was würdest du so Frauen raten, die jetzt, egal wie, ob jetzt durch ein Expert-Assignment oder auch diesen Wunsch hegen, vielleicht wirklich auch auszuwandern oder eben auch Military Spouses, wo würdest du anfangen? Also jetzt kannst du ja wirklich auf ganz viel Erfahrung zurückblicken. Wo würdest du sagen, wie würdest du vorgehen oder was würdest du für einen Rat geben, was man da jetzt als erstes macht oder wie man sich vielleicht vorab auch schon das ebnen kann oder informieren kann. Also was ist so dein Advice, wenn dich jemand fragt? Also wenn es jemand ist, die mit dem Militär hierher kommen, denen würde ich raten, geht zu eurem Education Center und lasst euch dort auch beraten von den Counselors und guckt auf jeden Fall eine dieser Evaluationsagenturen an. Es gibt verschiedene. Und informiert euch schon mal, wie ihr, wenn man den Beruf, den man in Deutschland ausgeübt hat, wenn man den auch hier weitermachen möchte, wie das klappt. Und dann seid aber auch realistisch und geht es ein, dass ihr eventuell nochmal für 1-2 Jahre vielleicht aufs College müsst. Das sind vielleicht vorab Kosten, aber das zahlt sich später unglaublich aus. Also was man da vielleicht ausgeben würde, diese $300 oder $500 für eine Evaluation, die bekommt man danach 10-fach zurück innerhalb von einem Jahr, wenn man dann mal hier anfängt zu arbeiten. Also einfach sich mal drauf einzulassen und nicht so, also das erlebe ich in der Tat auch öfter, dass gerade Leute aus Deutschland oft, ich will das jetzt gar nicht so beleidigend sagen, aber dass die oft so sagen, ja, aber ich gehe jetzt nicht wieder zurück, da war ich vielleicht schon vor 10 Jahren oder ich habe ja in Deutschland meine Ausbildung gemacht, ich kann so viel. Und dass das ja gar nicht unbedingt ist, dass das nicht gewertschätzt wird, sondern dass man ja erstmal vielleicht 2-3 Schritte zurückgehen muss, um auch dieses System hier zu verstehen. Und das ist aber dann 3-4 Schritte oder 5 Schritte sogar oft manchmal in einem vorangeht. Und am Ende kommt man doch schneller weiter, als würde man bei dem bleiben, wo man eben vielleicht in Deutschland war. Ne? Ja, absolut. Und ich finde eben, sowas, das baut einen irgendwie auch auf, vor allem als Frau, wenn man so mitgeht mit dem Militär. Das gibt einem auch Selbstbewusstsein und man lernt dann Leute kennen. Man lernt vielleicht auch Amerikaner kennen, mit denen man sich dann anfreunden kann. Man lebt sich einfach besser ein, finde ich. Total. Ja. Und jetzt machst du das ja alles mit Kindern. Also du schmeißt das alles parallel, dass du 2 kleine Kinder hast von 4 und ja, jetzt gerade ein halbes Jahr oder wie alt ist deine die Layla? Ja, die ist jetzt 7 Monate alt. Genau. 7 Monate. Ja, wie schmeißt du das? Also ich meine, das ist ja so, glaube da, mein jeder, der 2 kleine Kinder hat, weiß, was das für eine Arbeit ist. Zähne, schlechte Nächte, letztes Wochenende. Wie hältst du da deine Fröhlichkeit und deine Energie? Also immer, wenn ich so auf dein Profil gucke, dann denke ich, wow, die hat in der Steckdose geschlafen. War schön wär's. Das will ich auch trinken, was die trinkt. Spaß. Ach so, okay. Ja, nee, also. Feine Milde von Chibo. Nee, ich trinke den Starbucks-Kaffee und dann tue ich manchmal noch einen Löffel Espresso mit rein. Oh, okay. Großartig. Nee, also, ich glaube, ich bin es mittlerweile einfach so gewöhnt und ich habe einen sehr strukturierten Tag. Also, wir stehen auf, ich stelle meinen Wecker auf 5:30. Dann richte ich mich her, dann kommt mein Sohn, steht dann meistens auch auf und ziehe ich ihn an. Und weiß einfach so diese Routine, diese Morgenroutine. Mhm. Sammy geht in sozusagen, ja, das ist jetzt hier Pre-K-4, das ist vergleichbar mit einem Kindergarten.
geht er zur Schule, das ist aber hier in einer Elementary School, und die Leila geht in einen Daycare, in die Kita. Das ist auch was, was für viele zu Hause überhaupt nicht vorstellbar ist, aber es ist ganz normal hier in den USA, dass man wieder zum Arbeiten geht, wenn man eben einen Job hat, als Mama, dass man dann ja die Kinder wieder in die Daycare bringt und dann weitermacht. Und von dem her, weil ich hier eben so, ja, auch so viele andere Freunde habe, die alle Amis sind, die es genauso gemacht haben, war das für mich auch nie irgendwie so eine Frage, sondern ja, machen wir einfach so. Aber ich muss auch sagen, wegen Covid und weil ich ja remote, also von zu Hause gearbeitet habe, war die Leila mit mir für ja, fast 4,5 Monate war sie mit mir zu Hause und ist dann erst in die Daycare gegangen, ein paar Wochen, nachdem wir hierher gezogen sind, nach Texas. Und es hat ganz gut geklappt, so nebenher beim Arbeiten, weil mein Mann natürlich auch hier ist und auch helfen konnte. Und in Kansas, den letzten Monat, bevor wir umgezogen sind, da hat eine Nachbarin dann 2-3 Mal die Woche für ein paar Stunden auf sie aufgepasst. So, wenn ich zum Beispiel Zoom-Meetings hatte, dann bei ihr. Ja, genau. Ah, also es ist alles eine Einstellungssache, oder? Mhm. Am Ende? Einstellungssache und Organisation, Einstellung. Und Kaffee. Und Kaffee, ja, genau. Kann ich gut verstehen. So, und man erkennt ja wirklich unglaublich deine Passion, deinen Weg und auch so das, was du erreicht hast, auch weiterzugeben an Menschen. Und das ist mir auch schon bei dir aufgefallen, dass du unheimlich viel gibst, auch rausgibst an Wissen, an Empfehlungen oder du teilst so deine Erfahrungen auch mit anderen Menschen. Ich vermute mal, dass das auch so ein Treiber ist, dein Profil so zu pflegen auf Instagram. Was möchtest du damit erreichen? Also was ist so, was möchtest du Menschen geben dadurch, dass du auch so aktiv da bist und deine Message so rausgibst? Also ich habe so ein bisschen damit angefangen mit Resume-Coaching, so, dass ich Resumes und Coverletters schreibe für Expats oder ja auch Military Spouses. Das habe ich, glaube ich, 2019 angefangen und jetzt gar nicht so irgendwie arg beworben, aber ich bekomme trotzdem noch ab und zu Nachrichten und Anfragen und das mache ich gerne, weil ich auch möchte, dass andere, ja, Military Spouses hier auch sich was aufbauen. Ich finde es einfach so wichtig. Da ist man unabhängig und man hat einfach so viel mehr Selbstbewusstsein. Das ist mir einfach, ja, ich möchte einfach auch anderen Mut machen. Und ich finde, also weil es eben für mich so ist, ich identifiziere mich auch über meine Karriere. Und es hilft mir einfach auch, dass ich mich so besser fühle. Ja, ich finde, das ist auch, ich meine, so Wissen ist ohnehin, finde ich, so ein Elixier, ne? Und je tiefer man da so eintaucht, umso mehr wird man auch genurtured eigentlich so in einem drin, ne? Und ich glaube, das ist auch so das, was du so meinst, dieses, du musst ja gar nicht so abstumpfen, indem du quasi nichts machst und nur dich, ich sag mal nur, es ist ja nicht nur, aber indem dein Alltag von den Kindern bestimmt wird, so möchte ich es vielleicht mal sagen, sondern es ist vielleicht auch einfach wichtig, dass man auch wirklich was für sich und seine Seele und seine Weiterbildung tut, ne? Und das hilft natürlich auch, ich finde ja in allen Bereichen, also ich finde auch, dass das für eine Beziehung unglaublich wichtig ist, dass man sein so hat. Das ist, weil nur dadurch ist man auch oft dann in der Lage, auch was auch in eine Community oder in eine Gesellschaft ja auch zurückzugeben, ne? Indem oft ist das so, dass, also meine Kinder sind jetzt ja schon älter, aber ich kenne das natürlich auch aus so aus meiner Zeit, als meine Kinder auch noch kleiner waren, dass dann natürlich viele Frauen auch wirklich nur das Kinderthema haben, weil das ja ihr einziges Thema in dem Moment ist. Und ich verstehe das ja auch, aber es gibt eben auch noch eine andere Welt und die ist es auch wert, in der zu arbeiten, weil die Welt gehört halt dir, ne? Und das bist halt du als Frau, ne? Also das ist, glaube ich, so das, ne? Genau. Und wenn jemand ganz so in der anderen Rolle aufgeht und das andere gar nicht möchte, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber ich kenne eben auch manche, die gerne ein bisschen was anderes halt auch machen würden und sich gerne auch über was anderes identifizieren wollen würden, als halt eben nur in Anführungszeichen. Das ist nicht böse gemeint, aber eben nur in Anführungszeichen. Zu sein. Es ist auch ein Vollzeitjob. Also ja, total. Und wie du sagst, das ist auch total in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es auch immer noch irgendwann ein Leben, das kann ich jetzt sagen. Ich meine, ich habe
immer gearbeitet, aber es gibt einfach auch ein Leben, wenn die Kinder älter sind. Und das darf man auch nicht vergessen. Und das ist auch wichtig. Ja, und das ist einfach so, dass ich diejenigen, die dann eben vielleicht so in dieser Position sich befinden und sagen, so, jetzt möchte ich da eintauchen, jetzt möchte ich meine anderen Möglichkeiten irgendwie ein bisschen exploren. Esra, sag mal, gib mal Tipps, was kann ich da machen? Und zum Beispiel auch mit deiner anderen, die ist mit einem Air Force, also mit einem Airman verheiratet und wohnt auch in Texas. Da haben wir neulich zum Beispiel eine Stunde lang telefoniert, weil sie jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind und sie wieder umziehen, jetzt eben gucken möchte, was kann sie jetzt so machen? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und vielleicht, egal an welchem, weißt du, wie sagt man denn so, an welchem Punkt im Leben man sich befindet, dann an diesen Punkt kommt, wo man sagt, so, und jetzt möchte ich mal irgendwie was anderes machen. Jetzt habe ich wieder Lust darauf, ins Arbeitsleben einzusteigen. So, da möchte ich eben dann Mut geben und sagen, yes, girl. Ja, oder eben, ich weiß nicht, Isra, ob du das auch so oft hast. Ich habe das oft so, ich mache ja auch meistens allerdings weniger so Military-Karriere-Beratungen, vielmehr so oft Deutsche, die auch lange schon hier in den USA leben oder überhaupt Executives, die so an so einen Punkt kommen, wo so eine Career-Transition ist oder auch oftmals so Experts, die hier in die USA kommen. Was ich so oft feststelle, ist, dass die gar nicht ihre Möglichkeiten kennen. Also die gucken, man selber guckt ja anders auf seine Erfahrungen als jemand von außen. Und insofern sind oft die Resümees, und das ist, glaube ich, das, wo du dann eben auch hilfst, insofern steht oft auf den Resümees überhaupt nicht das, was du hast, aber dir ist gar nicht bewusst ist, dass du es hast. So, ja. Ne? Und du weißt gar nicht, auf welche Möglichkeiten dir zugänglich sind oder welche Jobs du mit dem Potenzial, was du hast, sozusagen machen kannst. Ja. Und das ist das so, wo du im Grunde unterstützt, auch genau. Das überhaupt erstmal herauszufinden und auch einfach zu gucken, welche Möglichkeiten man überhaupt auch mit dem Abschluss oder mit der Ausbildung oder sowas hat oder was man für Möglichkeiten hätte, wenn man darauf dann noch ein Studium oder so aufbaut. Ne? Also das ist deine Spezialität. Ne? Ja. Mhm. Und wir sind, und wir, also egal, ob jetzt Militär oder nicht, wir, die wir ins Ausland ziehen und uns hier wieder niederlassen mit unseren Familien und einfach ein ganz neues Leben aufbauen, alleine das, was das schon für Life Skills sind. Ja, total. Total. Das ist der Grund, weshalb es diesen Podcast hier gibt. Genau. Weil ich finde einfach, dass es so vielfältige Geschichten sind, verstehst du? Und jeder, der so hier, ich habe noch kein Podcast-Interview geführt, wo ich nicht danach total berührt bin von dieser Geschichte, die ein Mensch hat. Und aber nichtsdestotrotz, auch bei diesem Weg muss man nicht immer alleine gehen. Weißt du, was ich meine? Dann ist es gut, auch auf Menschen wie dich oder mich oder andere zurückzugreifen und zu sagen, Mensch, wie hat die Isra das denn gemacht und was kann ich von der lernen? Und das ist etwas, was ganz, finde ich, ja auch schön ist in dieser deutschen Community. Genau, so geht es mir auch. Deswegen liebe ich das auch so bei Instagram, dass man so vernetzt ist und dass man so tolle andere Leute auch kennenlernt, die vielleicht andere Wege eingeschlagen haben, aber jeder ist da, um seine Erfahrungen auszutauschen, um einem Rat zu geben. Und das finde ich einfach so schön, weil man eben das gemeinsam hat. Man hat seine Wurzeln zu Hause hinter sich gelassen und schlägt sie neu woanders. Und das ist, das gibt dann auch Mut. Und du bist auch ganz starker Networker da, ne? Ich glaube, du hast auch schon mal so Treffen organisiert und bist auch recht viel so mit deutschen Frauen unterwegs, glaube ich, ne? Also das ist schon auch so dein Ding, ne? Ja, doch, ja. Macht auch Spaß. Ja, ach, schöne Tipps. Das heißt, wir schreiben natürlich in die Shownotes, wie ihr natürlich die Esra auch erreicht und auch noch mal ein paar Details zu ihr. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit zu ihr auch direkt Kontakt aufnehmen. Und Esra, was hast du noch mitzugeben? Was kannst du noch unseren Hörern so von dir quasi mitgeben als letzten Impuls oder Gruß oder was liegt dir noch auf der Seele, was du noch sagen möchtest? Erstmal wollte ich mich bei dir bedanken für die Möglichkeit hier, diese Plattform, die du schaffst und dass du auch Leute vernetzt und das finde ich einfach ganz großartig. Dankeschön dafür. Oh, danke. Und dann ein Gruß an alle anderen Ausgewanderten, die jeden Tag das rocken. Ja, dieses, ich sage immer, Leben zwischen zwei Welten, mit dem Herz zwischen zwei Welten. Es ist definitiv nicht leicht und nicht einfach und wir packen es trotzdem und sind auch füreinander da. Und das finde ich einfach schön.
Und da wollte ich mich bedanken. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Tipps braucht, Resümee daran man arbeiten muss, meldet euch. Könnt mir gerne jederzeit schreiben. Super, klasse Schlusswort. Habe ich auch gar nichts mehr so viel hinzuzufügen, außer dass es einfach wirklich eine tolle deutsche Community gibt. Nicht nur auf Instagram, auch auf LinkedIn, auf Facebook. Und für alle, die planen auszuwandern oder die einfach nur jetzt inspiriert sind, connectet euch und ihr werdet sehen, dass es wirklich eine ganz tolle, tolle Gruppe ist. Also ich habe auch bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Liebe Isra, vielen Dank, dass du uns mal nach Texas eingeladen hast zu dir. Danke, Monique. Und danke dir. Ja, alles Gute für dich und deine Familie. Dankeschön, ebenso. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Sonne und Inspiration von der lieben Isra mitnehmen. Und wie ihr es schon auch in dem Podcast gehört habt, nehmt einfach Kontakt zu ihr auf. Sie ist so hilfsbereit und hat immer auch einen guten Tipp auf Lager. Wer also ihre Services in Anspruch nehmen möchte oder ihre Hilfe, meldet euch bei mir oder auch bei ihr direkt. Folgt ihr auf Instagram oder auf LinkedIn. Ja, und was jetzt nur noch zu tun ist, ist diesen Podcast zu subscriben oder den zu teilen mit eurer Community. Und ganz, ganz besonders freue ich mich, wenn ihr mir eine Review bei Apple hinterlasst, denn das hilft auch, dass der Podcast von mehr Leuten gehört werden kann. So, nächste Woche gibt es wieder eine neue spannende Auswanderergeschichte und deshalb bleibt dran und bis ganz bald, deine Monique.